Hallo Leute und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ghost of Tsushima. So, wir machen heute mit der Masako-Geschichte weiter. Ich bin auch schon zu ihr hin gereist und ja, ich denke, wir werden sie jetzt gleich mal starten. So ist ja eigentlich, glaube ich, nichts Großes jetzt mehr auf der Karte. Fragezeichen sind soweit erledigt. Und wir haben jetzt nur noch Geschichten und sowas offen. Genau. Hier haben wir noch eine Geschichte offen. Hier wäre auch noch eine Geschichte offen. Und eben die Masako-Geschichte. Mit der machen wir jetzt weiter. Okay, Geschichte 9 von 9. Also es ist anscheinend bloß eine Geschichte noch. Na gut, wir werden sehen. Finde Masako. Genau, haben wir schon. Gebetet. Zu meinen Vorfahren, damit sie mir vergeben, was ich jetzt tun muss. Was sagen Sie? Ich kann sie nicht hören. Vielleicht schweigen eure Vorfahren, weil sie nicht tun können, was ihr tun müsst. Ich weiß, wo meine Schwester ist. Im alten Fort des Kikuchi-Clans. Ihr seid bereit? Ich habe keinen Weihrauch mehr übrig. Und auch keine Gebete. Die betrogene Schwester. Zum Kikuchi-Anwesen geht es hier lang. Okay, dann schauen wir mal. Folge Masako. Wie habt ihr eure Schwester gefunden? Sie war mit einem Ikeda verheiratet, der für Kikuchi arbeitete. Die Clanfestung ist in der Nähe, am Fuß des Bergs. Sie wollte schon immer ein Haus, eigene Besitztümer. Und als Kikuchis Leute bei Komoda fielen, versuchte sie natürlich, Kikuchis Besitz an sich zu reißen. Nachdem sie an eurem Jahr gescheitert war. Ich habe mich umgehört. Offenbar ist ein neuer Clan eingezogen. Ihr Wappen ist das auf den Nachrichten. Dann ist sie es. Sie hat wohl eine Zuflucht für Flüchtlinge eingerichtet. Offenbar weiß sie, wie es ist, sein Zuhause zu verlieren. Meint ihr, das stimmt? Das werden wir herausfinden. Warum behauptet sie, ihr Zuhause verloren zu haben? Sie musste fort, als sie Ikeda heiratete. Ihr sagtet, Ikeda war ein Arbeiter. Ja. Aber ihr seid die Jüngere. Warum habt ihr einen Samurai geheiratet? Als wir klein waren, griffen Banditen unser Haus an. Hane versteckte sich mit den Eltern. Ich ergriff ein Schwert. Erst als ich die Banditen erledigt hatte, eilte ein Samurai-Trupp zu Hilfe. Adachi führte ihn an. Hane sah in ihm eine Aufstiegsmöglichkeit, aber er hatte nur Augen für mich. Dann war es Eifersucht. Die Wurzel so manchen Verrats. Ich wollte ihren Herzschmerz lindern. Also half ich bei der Planung ihrer Ehe mit Ikeda und sie ging nach Norden. Kanntet ihr den Mann, zu dem ihr eure Schwester schicktet? Ikeda war ein respektierter Witwer. Sein großes Herz wurde bewundert. Eine solche Maske fällt hinter geschlossenen Türen schnell. Okay. Worauf wollt ihr hinaus, Jin? Ich möchte verstehen, warum sie euch nach all den Jahren noch so verzweifelt zerstören möchte. Ihr müsst nur eine Sache verstehen. Hana hat meine Familie ermordet und heute wird sie dafür büßen. Okay, dann schauen wir mal, ob wir die finden. Scheint aber jetzt bei allen bloß noch eine Geschichte zu geben. Bin gespannt. Gab es je Vorzeichen Ihres Verrats? Wir standen uns nie nahe, aber wir waren stets herzlich zueinander. Ich traf sie bei Fürst Shimuras Konklav. Wir tauschten Höflichkeiten aus.
Ich ahnte nicht, welchen Hass sie im Herzen trug. Aber sie war in eurem Haus, am Tag des Angriffs. Sie kam am Morgen, um mit mir auf Kunde aus Komoda zu warten. Wir machten uns Sorgen um unsere Männer. Es war das erste Mal, dass ich mich ihr wirklich nahe fühlte. Sie lernte meine Enkel kennen, brachte Geschenke. Sie liebten sie. Jetzt weiß ich, sie suchte keinen Trost. Sie wollte uns sterben sehen. Mhm, okay. Die Frauen eurer Familie kämpften. Das habe ich selbst gesehen. Ich blieb bei den Frauen meiner Söhne, während Hana mit den Kindern zu den Ställen lief. Später fand ich, was ich für ihre Leiche hielt. Das Gesicht war entstellt, nicht mehr zu erkennen. Aber die Goldschärfe war Hanas. Ich beerdigte sie mit meiner Familie. Sie erfuhr sicher, dass sie überlebt hat. Täuschte deshalb ihren Tod vor. Ein schlauer Plan. Dass ich überlebte, war ihr schlimmster Fehler. Wir sind fast da. Lass die Pferde hier. Wir gehen zu Fuß. Folge Masako zum Kokuchi-Anwesen. Ah, jetzt glaube ich, sind wir hier, wo wir... Ich glaube, die letzte Folge oder vorletzte Folge, wo wir nicht hier reingekommen sind. Wachen am Tor. Bereit machen. Okay. Wenn das hier eine Zuflucht ist, wissen wir nicht, was uns erwartet. Wo ist Fürstin Hanas? Fürstin Masako, tötet sie! Schlägt sie nieder! Schnell, bevor noch mehr Wachen kommen. Auf in die Hütte. Sie hilft also den Menschen. Hana hilft niemandem außer sich selbst. Fürstin Hana, zeig dich! Fürstin? Tötet sie! Verstärkung! Sie dient einer Mörderin! Stellt euch mir, Feigling! Drängt Richtung Dojo! Wie viele sind das? Egal, tötet sie alle! Es reicht mir! Tötet sie! Bringen wir es hinter uns! Ja, Mann, das ist ja richtig im Blutrausch. Wo ist sie jetzt? Die Ränkerrand hier. Mit der Frau. Wo ist Fürstin Hana? Im Anwesen auf dem Hügel, mein Herr. Sag dem Feigling, ihre Schwester ist hier. Was?
Was werdet ihr tun, wenn ihr sie seht? Das, was sie mir angetan hat. Sie ist noch immer Familie. Meine Familie ist tot. Sie ist nichts als eine Mörderin. Ja, wird bestimmt ein Duell geben. Könnte ich mir vorstellen. Hana, zeig dich endlich! Kleine Schwester. Ich sollte glauben, ich hätte dich beerdigt. Wer war es wirklich? Eine Bauersfrau. Die Mongolen hatten sie getötet. Hast du um mich geweint? Du hast mir alles genommen. Töchter und Enkelkinder. Nicht annähernd genug. Die Mongolen brachten mich um Adachis Tod. Und du bist deinem entkommen. Doch endlich werde ich alles bekommen. Tötet sie! Oh mein Putzig. Nehmt ihr Hannah, ich übernehme die. Danke. Lächerlich, lächerlich. Hallo? Du Mörderin meiner Kinder. Meiner Enkelkinder. Nix um. Meiner gesamten Familie. Ein geringer Preis für das, was du getan hast. Ich habe nichts getan. Du nahmst dir alles. Vertriebst mich aus unserem Haus. Nahmst dir das Leben, das mir zustand. Ließest mich mit diesem brutalen Säufer in dieser Eishöhle zurück. Du müsstest auf ewig Schmerzen leiden, um zu verstehen, was ich durchgemacht habe. Was du mir aufgezwungen hast. Nichts davon ist meine Schuld. Oh doch. Und du wagst es abzustreiten. Du willst mich töten? Na dann tu es. Als deine einzige gute Tat. Ich kann dein Leid nicht beenden. Doch du schon. Oh, nicht, dass sie jetzt die Masako umbringt mit dem... Jetzt hast du nichts mehr. Okay. Bei den Japaner so. Das ist halt ein Ehrentod, sowas. Wenn sie sich selber umbringen. Ich habe die meinen nie betrauert. Ich habe versucht, sie zu ehren. Die Erinnerungen zu schätzen und zu wahren. Doch sie verschlingt sie. Noch immer. Ich habe nichts mehr. Nein. Ihr habt erreicht, was ihr erreichen wolltet. Ihr habt eure Familie geehrt. Für Recht gesorgt. Jetzt findet euren Frieden. Dieser Weg. Führt nicht zum Frieden. Wohin denn dann? Ich weiß es nicht. Ich muss ihm weiter folgen, bis ich es herausfinde. Ich will nicht, dass ihr geht. Ich muss. Aber ich werde da sein, wenn ihr mich braucht. Die rachgierige Kriegerin. Trophäe erhalten. So, ich würde jetzt mich gerne noch mal ein bisschen umschauen hier in dem kleinen Dorf. Talisman des Verstandes.
Gibt es hier noch irgendwelche Aufzeichnungen oder so? Nichts mehr zu sein. Hinterm Haus. Scheint auch nichts zu sein. Okay, dann schau mal runter. Ah, genau, und hier bin ich gestorben. Da wollte ich eigentlich hier runterspringen. Aber das ging leider nicht. Jetzt wissen sie aber auch warum. Waren wir schon. Aber hier haben wir noch nicht alles abgesucht. Scheint aber nur Vorräte und sowas zu geben. Also nichts extrem Wichtiges, dass man übersehen kann oder so. Okay, das letzte Haus jetzt noch. Dachlücke, Rauchbombe. Sie nischt. Okay. Okay, dann glaube ich, wäre die Geschichte abgeschlossen. Dann würde ich sagen, schauen wir doch gleich mal zu ihm hier hoch, zum Norio. Geschichte 8 von 9, das heißt, er hat noch 2. Dann machen wir auf jeden Fall gleich weiter. Sollen wir jetzt peu à peu alles abarbeiten? Ich bin gespannt, wie viele Folgen es noch werden. Ich glaube, so 10 Folgen könnten es schon noch werden. Schickt euren besten Krieger! Schon Harakuchwin!
Da vorne sein. Sprich mit dem Mönch. Nicht weh. Ich tue nichts. Ich tue euch nichts. Ihr habt die Mongolen gepriesen. Werdet ihr für eure Dienste entlohnt? Wenn wir uns weigern, sterben wir. Doch der Bruder des Wächters wird das ändern. Was wisst ihr über Norio? Er wird uns zum Sieg führen. Ich bringe euch zu ihm. Der Wächter Tsushimas. Schnell. Hier lang, mein Herr. Weiß Norio, dass ihr den Mongolen helft? Wir sollten kooperieren, bis der Zedern-Tempel befreit ist, damit sie nichts ahnen. Das klingt nicht nach Norio. Wirklich? Aber ihr inspiriert ihn doch so. Er erzählt immer, was er alles vom Geist gelernt hat. Was macht ihr da hinten, Dojo? Ich bringe den Geist! Die meisten von euch stürmen das Haus. Norio ist drinnen bei den anderen. Wir schicken kleine Gruppen in die Flanken. Nutzt die Bäume als Deckung. Sprich mit Norio. Fürst Sakai. Freunde, lasst mich kurz mit Fürst Sakai sprechen. Ihr kommt gerade rechtzeitig. Hier lang. Ich habe gehört, ihr wollt den Zedern-Tempel zurückerobern. Wir trainieren hart. Sie sind bereit. Ich erkenne einige Gesichter. Aus Akashima. Meine Gesuche an den Kushi-Tempel wurden nicht erhört. Nach all unserer Hilfe. Wir befreien den Zedern-Tempel ohne sie. Na, wo ist der Zedern-Tempel? Können die Leute den Tempel zurückerobern? Wir schaffen es vielleicht allein. Sie riskieren ihr Leben. Der Zedern-Tempel wäre ein Leuchtfeuer für ganz Tsushima. Jeder, der mit uns angreift, wird damit zu einem Boten der Hoffnung. Wir können die Botschaft nicht allein tragen. Dieser Sieg muss der ihre sein. Wann reiten wir, Norio? Am Morgen, mein Herr. Zedern-Tempel. Wir reiten mit dem Geist zum Zedern-Tempel.
Als ihr Burg Kaneda einnahmt, habt ihr das ohne die Samurai getan. Ihr hattet sicher eure Zweifel daran. Samurai denken über den Tod nach. Wir wissen, dass Todesangst nur Angst vor Schmerz oder Unbekanntem ist. Das ist bei unseren Mönchen ähnlich. Besonders bei meinem Bruder. Euer Bruder war ein weiser Mann. Wäre Enjo doch nur hier bei uns. Aber nicht sein viele. Geist ist es. Dann Tempel, warte mal. Okay, da musst du. Ach so, oben ist der, okay. Ein bisschen zu retten. Ihr habt Unterstützer, Norio. Sie erinnern sich an den Wächter und sie wissen, warum wir zum Zedern-Tempel reiten. Sie haben Glück, dass sie euch haben. Wir sollten die Straße verlassen. Hier lang. Höher! Der Tempel ist dort vorn, hinter den Zedern. Haben Sie Mönche als Geiseln genommen? Nein. Ich sagte Ihnen, Sie sollen sich fügen. Weniger Risiko, wenn wir angreifen. Das ist schlau. Okay. Wir sind bald da. Atmen, Norio. Ohne Luft kann man nicht kämpfen. Woher wusstet ihr das? Ich kenne euch schon gut genug, mein Freund. Norio und der Geist. Na, doch ein paar Kämpfer mehr. Wir kamen so schnell wir konnten. Gut, dass der Kushi-Tempel uns hilft. Zedern-Tempel, Akashima und Kushi kämpfen Schulter an Schulter. Ihr greift euch das Haupttor an? Ja, wir lenken die Mongolen ab, während die anderen flankieren. Okay. Wo braucht ihr mich? Mein Herr, das ist nur mein Plan. Kämpft ihr, wo es euch gefällt. Sehr schön. Mir nach, allesamt. Bleibt in der Nähe. Komm, Papa geht schon mal voran. Der Papa geht schon mal voran. Nicht einer von euch wird heute sterben. Wer heute fällt, wird in der Geschichte. Ein paar Kunais. We'll be right back.
gleich ein. Um schnell weiter zu gehen. Geile Sache. Schon fertig, oder was? Sehr schön. Der Tempel gehört euch. Beim letzten Besuch waren sie alle. Mein Bruder, Hochi, der Abt, noch am Leben. Heute beginnt euer Wiederaufbau. Kommt mit mir in die Haupthalle. Ich muss überprüfen, ob dauerhafter Schaden entstanden ist. Hier lang, mein Herr. Cool gemacht, der Tempel auf jeden Fall. Norio! Fürst Sakai! Was ist? Geht nicht in die Haupthalle hinein. Reißt euch zusammen. Was die Mongolen zerstört haben, bauen wir wieder auf. Von außen sieht die Halle gut aus. Ja, von innen. Mal schauen. Nichts beschädigt oder gestohlen. Norio. Enjo? Oh. Als sie dich aus der Grube zogen, dachte ich, du... Die Mongolen schworen, dich zu verschonen. Wenn ich ihnen alles sage. Ich bin hier, Enjo. Alles ist gut. Ich habe ihnen vom Abt erzählt. Hochi, Kushidera und Akashima. Das macht nichts. Norio, ich hielt durch, um dich zu sehen. Doch, ich kann so nicht leben. Doch, du kannst. Bitte. Bruder. Bitte.
Fürst Sakai, lasst ihr uns allein? Ja. Sein Name ist Hartschu. Er hat meinen Bruder verbrannt und ihn verstümmelt. Dieser Hartschu, ist er unter den Toten? Noch nicht. Norio, euer Bruder war der Wächter. Er starb als Held. Nein, tat er nicht. Ich finde heraus, wo dieser mongolische Feigling ist. Aber dann müsst ihr mir helfen. Klar. Das werde ich. Wenn der Schnee nachlässt, beerdigen wir ihn. Deine Legende wächst. Geist von Tsushima. Talisman des unebenen Stands. Okay, Leute, wie es dann weitergeht hier in der Geschichte mit Norio, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und wenn ihr mich ein bisschen unterstützt, würde ich mich natürlich auch sehr, sehr freuen. Macht natürlich dann viel mehr Spaß, hier alles aufzunehmen. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bleibt auf jeden Fall dran. Es ist sehr, sehr spannend und ich glaube, dass wir uns so langsam, ja, vielleicht ein paar Folgen werden wir schon noch brauchen, aber dass wir uns so langsam schon dem Ende nähern. Aber das werden wir sehen. Gut, Leute, dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.